Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Watch Dogs. Und ja, wie versprochen, schauen wir uns jetzt an, was das für ein Logo da ist oder ob ich das alles einfach noch nicht machen kann, weil ich noch nicht so weit bin oder sonst irgendwas. Oder weil mir der CTOS Dauer fehlt oder das Kontrollzentrum oder schlag mich tot. So, aber... Ja. Ich glaube, das geht einfach noch gar nicht. Ja, dann werden wir kurz das da drüben holen sich. Ich hoffe, oh, er schwimmen kann, das habe ich schon ausprobiert. Haben wir ja schon einmal gemacht. Oder schon öfter. Den Aussichtspunkt und dann geht's gleich einmal wieder weiter, würde ich fast vorschlagen. Mit einer Mission oder machen wir noch was anderes? Muss ich jetzt schauen, was in der Nähe ist. Knickerbocker zockt mit Smoothies Verletzung zu. Komm. Sag jetzt nicht, ich komme da nirgends drauf. Ach, ich liebe es. Wieder mal. Da vorne muss aber gehen. Besser halt noch herumzulaufen. Ah, oh, das Wasser schaut schon geil aus. Ich hab das noch in einer höheren Auflösung schon einmal gesehen, halt mit vollen Texturen und so weiter. Verguckelt zwar bei 80% der Leuten, aber schaut trotzdem verdammt geil aus einfach. Perfekt. Ich muss sie da rausholen. Ja, verstehe, aber wie? Das soll ein echtes Loch sein. Mit Schimmel an den Türen. Bankkonto. Was ist dann passiert? Naja, wir haben losgelegt. Das sind die wichtigeren, die blauen. Die anderen reden nur herum. So, und da hinten ist das die Sehenswürdigkeit. Jetzt haben wir, glaube ich, schon über 30. Wieder Bankkonto. Song 8 von 23. Und dann schauen wir sich mal die Sehenswürdigkeit hier an. Der Botanische Garten. 26 Anmeldungen. Sie sind auf einer sicheren Leitung, alles klar. Passt, keine Geschenke. Und? Was ist es jetzt? Verstanden. Ich gebe Ihnen als neuen Auftrag mit erhöhtem Kopfgeld raus. Ja, ich weiß. Die Fixer werden ihn bald haben. Das glaube ich nicht. So, wir werden da jetzt, was haben wir hier noch? City Games wetten. Das Hütchenspiel haben wir schon einmal gemacht. Darunter könnte ich den Ruf verbessern. CTS Dingsbums Scheiße. Ein Gangversteck und ein Konvoi. Untersuchen. Sind Menschen verschwunden? Wie betreiben sie sehr mit einem Unwissen? Finden sie alle 6 vermissten Personen in der Stadt, um eine spezielle Mission freizuschalten? Okay. Ja, machen wir das. Setzen wir einen Punkt. Ich brauche ein Fahrzeug. Da schnappt man sich natürlich gleich das Wahnsinnsding hier. Perfekt. Und dann runter mit uns. Um den Ruf zu verbessern. Wenn ich so in echt gegen so einen Baum fahre, dann weiß nicht, mit 80 bist hin. Oder zumindest schwer verletzt. Ah, die Autofahrt, halt die Fahrphysik ist nicht die schönste, muss ich ehrlich sagen. Habe ich schon in vielen Spielen viel, viel besser erlebt. Und gerade auch in GTA damals, GTA 4, GTA 5, habe ich mit, gibt es ja leider noch mit dem PC. War die Fahrphysik um einiges meines Erachtens besser. So. Na, das war's. Das war Mist. Vorsicht. Geldautomat. Ich will zum Geldautomat hin. Tut mir leid. Danke.
Geld abheben. Wir müssen einiges an Cash haben. 12.640, ich bin einfach... Ah, ist das geil. So, wir fahren jetzt, Na, wir machen die nächste Mission noch. Aber wir springen schnell zum Haupt, zum nächsten Versteck, weil sonst ist das so weit zu fahren. Perfekt. Hier müsst irgendwo... No. Ein Auto für uns stehen, normalerweise immer bei den Verstecken. Und dann ab zum der nächsten Hauptmission, in den Knast hinein. Habe ich zwar überhaupt keine Lust drauf. Ihr wartet so lange beim Stoppschild. Wenn ich in echt bei so einem Stoppschild so ewig warten würde, dann weiß nicht. Müssen wir auch auf jeden Fall nach der Kampagne machen, nach dem Dienst, werden wir wieder einmal den Dechbaum ausprobieren. Was war das jetzt schon wieder? Den Dechbaum erweitern. Und vermutlich auch, ich weiß nicht, ich muss jetzt noch nachschauen, ob nach der Folge oder vielleicht muss ich noch eine aufnehmen. Aber es wird dann wieder einen kurzen Aufnahmestopp geben. Aber das erst nach, auf jeden Fall nach der Kampagne hier. Das ist nachher die letzte vom Akt 1, soweit ich das gesehen habe. Und wir starten sie jetzt. Akt 1, in Schale geworfen. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert, mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Einfach zu genial. Komplett technisch. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! Pierce! Aiden! Smith! Okay. Wir haben auf jeden Fall unser Handy, sonst keine Waffen, war mir klar. Wieso hat er das Handy hier draußen? Das Geniale ist natürlich, das Gefängnis ist komplett elektronisch ausgestattet und wir können uns dann durch unsere Hexkills alles machen. Besitzt versteckte Kamera. Okay. Ich muss da drüben mich hinhacken. Der ist schon weiter. Perfekt. Na, der geht wieder in die falsche Richtung. Stelle erkannt. Das ist blöd da jetzt gerade. Muss ich mit dem da? Hat er schon gereicht? Ich muss irgendwie da hinein.
Na, jetzt geht er wieder weg. Jetzt geht der andere gerade hin. Dreh dich doch um. Man kann die nicht steuern, gar nichts. Ich will zu dem da rein. Ich gehe wieder auf die Kamera hoch, das bringt ja nichts irgendwie. Na, die will ich eigentlich nicht. Machen wir den nochmal. Achso, wieso funktioniert das dann nicht? Endlich, jetzt bin ich da herinnen. So. Jordi, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. So geht's nicht. Ich glaube, ich kann nicht erschlagen. Oh, Scheiße. Ich hoffe, ich muss mich nicht wieder. Okay. Das Problem, was ich jetzt habe, sehe ich die Typen nicht. Natürlich von C zu C rennen. Ja, das ist eh so gewollt, denke ich. Muss nur ganz kurz da oben in die Kamera hacken. Dass ich da unten die Leute aufdecke. Ungefähr, dass ich da mal einen Überblick habe, wie die schauen gerade. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Abgefangen Audiolog, 9 von 10, perfekt. Leute, das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal gerade. So, ganz oben ist er. Ich muss das da drüben erreichen, wie mache ich das? Ja, der hat gesagt, gerade ganz oben, wenn ich nicht täusche. Haben Probleme mit der Schwellenmann. 10 von 10. Ich hab was getroffen. Nein. Hey, Bruder! Aber ich hab auch alle Audiologs. So. Komm, dreh dich wieder um. Mit der ganzen Automatisierung.
Gehalt haben sie schon gekürzt. Scheiße, Mann. Totale Scheiße. So. Wo ist zum Hacken? Ah, das ist nur er. Ah, das ist eh die einzige Möglichkeit. Mit dem Typ noch auf dem anderen. Wenn ich den wieder sehe. So, wie es weitergeht, seht ihr aber erst im nächsten Part.